In meinem Büro als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hängen zwei moderne Gemälde. Sie zeigen das Obertor und das Quirinus-Münster, die Wahrzeichen meiner Heimatstadt Neuss, in der ich mit meiner Frau Heidi und unseren vier Kindern lebe. Sie stehen für christliche Tradition und wehrhaftes Bürgertum. Die Gebäude stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die Gemälde sind modern, kraftvoll in den Farben, schwungvoll in den Linien. So wünsche ich mir unsere CDU mit klaren Grundsätzen, einem bleibenden Kompass und neugierig auf die Zukunft. Kraftvoll im Leben, modern und grundsatztreu. Mein Name ist Hermann Gröhe. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.